Zap, moin Leute, Vanuri am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit Vitox HD im ELC Even 90, dem kleinen Pups-Tank, den man mal sich mal zwischenzeitlich irgendwann holen konnte, der ja so schrumpelig klein ist. Und schnell und klein und dafür aber auch nur eine Pommelkanone. Ich meine, immerhin 175 mm Durchschlagskraft, aber das Ganze auf einem 7er, auf einem 8er Light Tank ist jetzt nicht unbedingt das, was man erwarten würde bei so einem Fahrzeug, aber es kann funktionieren, wenn gewusst wie, beziehungsweise wenn man Top-Tier natürlich ist, ne? Gestern gab es ja ebenfalls den T-71 Light Tank als Top-Tier. Und da wurde ich auch darauf hingewiesen, dass es durchaus richtig ist, als Top-Tier Light Tank seinen Lebenspunkt einzusetzen. Das ist nicht verkehrt. Das ist natürlich vollkommen richtig, nur am Anfang einer Runde einen T-1 rauszunehmen und dabei halt mehr als 50% seines Lebens zu verlieren, ist jetzt nicht unbedingt die, also in meinen Augen nicht unbedingt die beste Art und Weise, seinen Lebenspunkt einzusetzen. Aber da kann man sich natürlich streiten entsprechend. Er hat hier versucht, den Hügel zu nehmen und hätte es eventuell auch geschafft, hätte der KV-2 ihn da, oder UI, war es der UI? Ich glaube, es war der UI. Es gibt gar keinen KV-2 hier. Der KV-2 ist schon tot. So schön. So schnell kann es gehen. Blockiert einen Teamkameraden, fährt irgendwo um die Ecke, stirbt, astral. Alles, was er jetzt momentan hier macht, ist die gegnerischen Light Tanks Proxy aufhalten und hat jetzt hier Unterstützung bekommen von einem Kollegen im Progetto. Die beiden werden jetzt hier natürlich entsprechend gucken, dass sie hier rumkommen und den Gegner ein bisschen auf den Keks gehen, sagen wir es mal so. Und hier, das hier finde ich wiederum richtig gut. Das war ein richtig guter Einsatz von Lebenspunkten. Er hat 2 Schüsse, glaube ich, kassiert gehabt und dadurch Teil seines Lebens natürlich verloren. Aber mit dem Progetto zusammen haben sie es zumindest hingekriegt, den Hügel wieder für sich zu erobern. Und jetzt hier unter sich hat er gerade ein Chito, da muss er ein bisschen vorsichtig sein, dass er hier nicht runterfliegt, fällt, wie auch immer. Aber ich denke mal, die Bodenresistenzwerte Dingsbums und dadurch, dass es halt ein ziemlich leichtes Fahrzeug wirklich ist, sollte eigentlich mehr als genug sein, um hier entsprechend irgendwas hinzukriegen. Und es sieht so aus, als hätte er eventuell Schüsse auf ihn. Aber auch nicht wirklich. Vielleicht sollte er nachladen, bevor er jetzt hier irgendwas versucht. Na, aber ich glaube, er will ihn einfach erstmal nur aufhalten. Das ist auch nicht verkehrt. Und wen haben wir denn da? Noch einen weiteren freundlichen Kollegen. Der ELC-90 ist so klein, dass diese Pups-Felsen hier an der Seite ihn daran hindern, auf den Gegner zu schießen. Ja, plus, dass die Gun Depression natürlich nicht unbedingt extrem gut ist. Ist natürlich so eine Art Kombination hier. Da könnte er eventuell irgendwie was machen, aber es sieht nicht so aus, als würde es ungefähr hinhauen. Schon ein bisschen schade. Ich glaube, ich muss gleich noch ein bisschen was Wasser trinken. Er dürfte jetzt allerdings so in die Richtung des Killbahn gehen. Und er kommt hier auch wunderbar durch den T20. Kein Problem mit den 175 mm Durchschlagskraft, die er hier entsprechend hat. Scheint doch ganz gut zu funktionieren. Also bis jetzt Light Tanks, Medium Panzer. Scheint schon mal zu klappen. Zumindest die wir bis jetzt gesehen haben. Die Frage ist, ob er vielleicht noch auf den T-44 trifft, wie sich das Ganze mit einem Udes verhält, der ja jetzt auch nicht unbedingt die dickste Panzerung hat, aber immerhin schon mal gewinkelte Panzerung. Aber das Schöne ist, da der Hügel jetzt frei ist und anscheinend die mehr oder weniger komplette östliche Seite frei ist, kann er hier jetzt Stück für Stück dem Gegner so ziemlich auf den Sack gehen. Und das war natürlich jetzt schade. Oh, er ist ausgewichen. Gutes Ding. Zweiten Schuss konnte er auch ohne Probleme ansetzen. Gutes sagt Tschüss, hat keine Lust mehr. Und
beschießen lassen von dem IKV muss er sich ja auch nicht wirklich. Er ist klein genug, um sich hinter den Stein zu verstecken. Das hier sollte eigentlich auch kein riesiges Problem sein, da den Udes entsprechend aufzuhalten. Und die Nachladezeit, naja, hat jetzt natürlich seine gewissen Probleme. Und ja, lieber Udes, das war jetzt nicht unbedingt die beste Gelegenheit da hinten. Aber es sieht so aus, als hätte er von der Sichtweite her aus auch genug, um dem Gegner auch von hier aus noch auf den Keks zu gehen. Obwohl er den Churchill da interessanterweise nicht aufkriegt. Die Frage ist natürlich, ob er hinter dem Haus jetzt hervorgefahren ist oder entsprechend nicht. Die Sichtweite von den beiden schweren Panzern da hinten ist abnormal grottig. Und hier ist AT Nr. 1. Er ist dabei natürlich aufgegangen. Muss jetzt hier gucken, dass er entsprechend nicht getroffen wird. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Da ist die AT weg, die erste. Die eigene Artillerie hätte sich da vielleicht etwas besser absprechen müssen. Der 59-16 lässt sich vom KV-2 auf lange Distanz rausnehmen. Vielleicht nicht unbedingt hübsch oder clever. Aha, okay, da sollte er wirklich aufpassen. Wo ging der Schuss denn hin? Da kam noch was rein, das sah aus, als wäre es eventuell die IS aus seinem eigenen Team gewesen. Das da vorne ist der KV-2. Wobei natürlich der ELC Even so klein ist, ja, dass er da eigentlich keine großen... Das war jetzt nicht gerade nett, lieber M44, da am Ende noch auf den kleinen Babypanzer hier aufzuschießen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Star Wars... Druide vom Turm her. R2, was machst du in World of Tanks? Schönes Ding. Dynamisch, schnell, flink. Wie dieser Panzer hier eben gespielt werden sollte. In meinen Augen sind die Karten für dieses Fahrzeug hier wirklich zu klein. Eigentlich gibt es keine Karte, die groß genug ist für diesen Panzer hier. Zumindest in meinen Augen nicht. Er ist klein, schnell und wendig. Und er hat eigentlich wenig Probleme damit, Leuten auszuweichen. Ich habe in meinem E50, habe ich 6 oder 7 Schüsse mal auf so einen ELC 97 geschossen von einem Spieler, der es richtig drauf hatte. Und ich habe ihn nicht einmal getroffen. So, aber genug rumgeheult. Wir schauen uns mal die Endstats an. Am Ende war es das Panzerass zusammen mit dem Aufklärer und wenn ich es mal ganz kurz anmerken dürfte, ne, wenn ihr euch das anguckt, hier unter mir da, das kleine Pupsbild, das ist das, was hier auch auf der World of Tanks Webseite halt zu sehen ist, nur in vergrößert halt ein bisschen. Und um ehrlich zu sein, wenn ich mir das Ding hier so angucke, ne, also bei euch unten, bei mir hier auf meiner linken Seite, es sieht aus wie ein Panzer aus, na, wer kommt drauf? Wer kommt drauf? Command & Conquer. Sieht aus wie ein Panzer. Es sieht original aus wie ein Panzer. Also ich würde sagen, wenn die Dinger hier, diese Grafiken, in ein RTS reinpacken würden, liebes Wargaming-Team, vielleicht habt ihr ja schon eine Idee oder sowas, dann könnte das bestimmt gut funktionieren. Wollte es nur mal erwähnt haben. Ja, über 2000 Schadenspunkte gemacht. Den einen Killer hat er sich auf jeden Fall verdient da. Und 1422 Erfahrungspunkte ist schon mal eine ordentliche Hausnummer und das Ganze auch verdient, denn über 3500 Unterstützungsschaden hat er oben drauf noch gemacht und weil es halt ein Premium-Fahrzeug ist, 105.000 Silber plus gemacht mit dem Premium-Account und ja, mit dem Premium-Bonus hier entsprechend 2346 Erfahrungspunkte insgesamt und das Ganze geht natürlich schön der Crew zugute. Schönes, schönes Ding. Kann man einfach nicht anders sagen. Ich hoffe, dir hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lass einfach ein Däumchen nach oben da. Begegnet ihr den Dingern auch gelegentlich beim Spiel? Ich sehe sie sehr, sehr selten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich spiele jetzt auch nicht unbedingt häufig, aber ein ELC Even 90 ist schon etwas, was man selten sieht. Einfach denke ich persönlich, weil er ein relativ hohes Skill Cap hat. Also ich glaube nicht, dass der Panzer hier relativ einfach zu spielen ist. Vor allen Dingen nicht in Stadtmaps. Aber das ist halt wieder eine etwas andere Diskussion. Ansonsten, wenn du ein richtig geiles Replay hattest,
dann schickst du mir davon zu. Alles, was du davon tun musst, ist unten in die Videobeschreibung gehen, auf den Link zu wotreplays.eu gehen oder oben selber eintippern. Dort kannst du den Replay hochladen und mir den Link zu deinem Replay bitte an die ebenfalls in der Videobeschreibung stehenden E-Mail-Adresse schicken, die da heißt replay@vanori.de. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim Serverzocken. Meine Runde sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.